Das Dachsteinunglück von 1954 ist bis zum heutigen Tage das schwerste, das sich in Österreich je ereignet hat. 10 Schüler und 3 Lehrer kommen im Schneesturm ums Leben. Doch trotz umfassender Dokumentation und eines bis dahin nie dagewesenen Medienrummels wurden die Hintergründe nie aufgearbeitet. Durchgeführt wurde die Wanderung von Lehrer Hans-Georg Seiler, der als bergerfahrener Südtiroler galt. Aber war er das tatsächlich? Viele Fragen sind bis heute offen. Weshalb ging die Gruppe trotz Unwetterwarnung überhaupt auf den Berg? Weshalb ging sie eine andere Route als abgesprochen? Weshalb sind sie trotz Warnungen nicht umgekehrt? Weshalb gingen sie am Ende trotz Kompass genau in die entgegengesetzte Richtung? Fragen, auf die wir nach 60 Jahren in diesem Film erstmals eine Antwort geben.